Auch nicht. Für Tieren mache ich den besten Red Bull auf, den es gibt. Und zwar der Weiße. Verdammt! Ich geh mir mit raus. Lass ihn noch liegen, oder? Machen wir gleich. Ich mach jetzt noch Platz hier. Jetzt ist Felgen dran. Ehrlich, ey, warte, ich will als erstes Schlag machen. Nein, 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 ich bin mal als erster. Ja, verdammt. Was geht, Jungs? Jungs, hat jemand einen Verbandskasten für mich? Oh, du bist so höher, ne? Mein Rang. Ja, warte, stell dich nicht. Ja, ja, ich bin OG, ich bin OG. Ja, ja, geh nach vorne. Ich bin noch nicht bereit, ich brauche einen Verbandskasten. Ja, kriegst du nicht. Ey, ich schon nicht. Ende. Ende. Steh auf, Mann! Steh auf. Steh auf. Frank, haust zu wie eine Frau! Oha. Oha. Dafür kriegst du ein Ding von Micha, Alter. Oh nein, oh was nein, denn? Micha, guck mal, Micha. Micha, er sagt, ich hau ihm eine Frau, zeige, hau ihm mal so ein Ding. Micha, brech ihm mal die Kiefer. Fast, Mann, nein. Fast. Micha, Micha, brech ihm die Kiefer. Bitte. Ich bin 18. Auf, Davy, gehen. Steh auf. Steh mal auf, Mann, du scheiß Memme, Mann! Steh auf. Sehr gen. Jetzt, Sosa. Gib ihm. Sosa. Gib ihm. Ja. Wirklich, ich halte mehr aus. In dein Gesicht, du Scheißkind. So, jetzt gibt's ein Bad. Du hast dich getroffen, Sosa. Alter, wirklich, Sosa. Sosa, du hast dich getroffen. Ich hab mich getroffen, warte mal. Attila auch nicht. Wartet mal. Junge, ja, weil er sich immer hinlegt. Ja, warte, dafür kriegt er zwei davon, Idiot. Warte. Sepp ist dran. Sepp ist dran. Mach Platz, Sepp ist dran. Sepp ist dran. Einmal bitte Platz. Jungs, Jungs, Rangordnung. Hey, yo, Mann! Hey, mach das mal alle nacheinander, nicht so wie Eierköpfe hier. Ne, wirklich, was sind wir denn hier? So, Sägen, Zweigen. Bist du bereit für beide? Wer hat dem Rest gesagt, dass er sich verteilen kann? Ey, Jungs. Und da kommt er. Mal kurz. Einer donated. Okay. War genauso weiblich ist wie das Frank sehr schwer, seiner. Die Mods und so weiter zu installieren? Alles gut, alles gut, hätte ich auch was? Voll Bock, RP, okay, aber keine okay. Ahnung, ob ich das gebacken bekomme. Ist nicht schwer eigentlich. Und danke dir für deine 5 Euro. Dieser liegt. Dieser liegt. Ich liege nicht. Schneller, schneller, Jungs. Kommt, Jungs. Ich bin den Auto rum. Okay, okay. Ey, yo, er liegt auf dem Boden, Mann. Yo, jetzt alle raufpissen. Aufhören. Wir pissen nicht auf den Boden. Nein, Junge, wir pissen nicht auf den Boden. Aber Spaß, Mann. Ruhe jetzt fix. Nimmst du mal mit raus, Jungs. Der Vater, danke dir für deinen 10 Zapfen. Nein, mein Herr, mach mal. Wo ist der, Digga? Ach, da. Kuss, Digga. Danke dir für die 10 Zapfen. So, Jungs. Hast du ihn oder hab ich ihn? Ich weiß es nicht, ich hab ihn Digga. Bei mir nicht. Sosa. Ich auch nicht. Warte, lass ihn ab. Ja. Yeah. Ich hab eben von dir die Arschbohrer verteilt. Mit Sepp. Ach so, hast du gegeben? Ja, ja, hab von dir gelernt. Sehr gut. Sepp. Hä? Ehrlich, wir waren meine Arschbohrer. Oh, der war gut, muss ich sagen. Ja. Du machst es gut, Batscha. Ja, Batscha, schlag mich, schlag mich. Kim, schlag mich. Oh. Ja, schnell sein. Schnell sein, Batscha. Hm? Was ist los, Batscha? Ey, Sepp. Ja, was ist denn? Was hast du gemacht heute? Bin gerade erst aufgestanden. Audio voll gemacht. Echt, wo? Na, an der Tankstelle. Hey, Frank? Chat? Ah, stimmt, ich muss auch Geld noch aufteilen. Es fehlt nur noch. Ah, ne, wir haben schon 80k. Nevermind. Was sagst du, Sepp? Ich wollte gerade sagen, es fehlt noch zu 80k. GZ zu 80k, Chat. Ich hab Frank gegeben, der wäscht es dann. Ja, ja, ich hab auch. Und der gibt der teilt es auf. Ja, sehr gut, der gibt uns noch was. 80k? Ja, weil. Du, was machen wir jetzt? Gehen wir zu den 80s oder was? Mir egal, Mann. Ja, wollen wir zu den 80s rüber? Ich hätte eine Karabiner. Ich muss meine Waffe gleich holen. Warte, ich hol mir gut noch eine Schutzweste. Danke euch. Und Sasa, danke dir für dein Prime. Moritz. Danke dir auch für dein T1. These bitches love so Sasa. Owen and Owen. Moment, Haku. Enne, danke dir. Jungs, was geht ab? Danke dir auch für den Timon. Sosa. Ja. Micha, was machen wir? Boah, Ich glaube, vielleicht wieder Routen abfliegen. Prime und Basti, danke dir auch. Ist so? Ja, okay, lass machen. Mit Flugzeug. Ein paar Helikopter. Ja, meine ich ja.
Und vielleicht mal ein paar Leute auf dem Highway anhalten. Da sind auch immer ein paar Idioten unterwegs. Ja, okay. Ich hätte Bock, aber wir brauchen noch mindestens einer eigentlich. Warte, ich ruf mal Sepp. Kevi, Basti und Newcrafter, danke euch für eure T1s, Jungs, was geht ab? Kuss, Digga. Ey, ey, kommst du mit, Routen abfliegen? Ja, ich komm sofort, ich muss, wann wollt ihr denn los? Ja, eigentlich jetzt. Ja, ich komm ins Auto, das passt, das kommt. Ich pass mich ins Auto, ich muss nur kurz meinem Kopf wehren. Flugzeug. Ja, Flugzeug, dann passt. Aber nicht, dass Micha... Doch. Micha fliegt. Ja, wem gehört die Dreckskarre da vorne? Wo ist Micha? Geparkt ist, wer ist sein Wohnzimmer? Da vorne. Das ist meine, Junge. Ey, Micha! Nein, du stehst normal. Ja? Müssen wir mit Auto erstmal zum Helikopter? Genau, ja. Ja, okay, dann steig ich ein. Sepp, du hast keine Idee. Nein, nicht, ich komm hier. Oha, Jungs, ey, ich komm nicht. Solgo, Kipip und Big Sosa, du Frecher, danke dir für deinen Lukas, danke dir für danke für deinen T1. Meine. Heute jo. Überfall. Safe. Ja. Mhm. Bitte mal langsam. Oha, die Farbe gefällt mir, Mann. Gute Farbe, Mann. Ich weiß. Jungs, ratet mal, wie lange ich auf meinen Chip warte. Ein Monat? Jungs, ich bin kurz mit meinem Kopf, ha? Wie lange? 2 Monate. Verdammt. 5000, cool, ne? Digga. Wenn es so weitergeht, knacken wir die Dings, Alter. Was ist das? Ich habe meine Zahlen nicht so heftig im Blick. Ich sehe es ja immer, wenn Leute Ausrufezeichen Stats schreiben, dann sehe ich das alles, aber sonst sehe ich das nicht. Bro, du bist mega sympathisch. Leider zu spät auf dich gestoßen. Ich küsse dein Herz, Dennis. Danke dir. Wir machen heute einen langen Hasen. Nur Homo. Wenn ich mit meinen Kollegen nachher noch nichts mache. Wenn nicht, dann machen wir machen so, ich glaube so bis um 12 oder 1 wieder RP und danach gehen wir noch bis um 3, 4 oder so, gehen wir noch in Dings rein. Du Monte Traumkombi. Das Ding ist, viele wissen es nicht, aber wir kennen uns schon länger. Ist nicht so, dass wir uns durch RP kennengelernt haben. Jungs, ich komm nicht hinterher. Micha? Smobs, Micha. Green und Jakob Pock. Danke euch für eure Ich hab grad ganz wenige. Jo, alles gut, mach mal. Digga, ich hab heute ein Sprachproblem. Jetzt. Danke dir. Woher kennt ihr euch? Durch den Chat. Ich bin, also. MLG, denkt ihr auch für den Prime. Aber ihr merkt das auch, in letzter Zeit, die Streams, die machen mir so Bock. Wirklich. Man merkt das an einem Streamer, wann die Streams Bock machen. Also wenn und wann nicht. Wisst ihr, wie ich meine? So bei Monte, wenn ich jetzt bei Monte reinschaue und der RP spielt, da merkt man einfach dieses Feeling, dass er Bock hat auf dieses Game. Und dann ist dieser Stream um 10-mal noch besser. Würde der Server nicht lenken, wäre es viel besser, die Tage. Paar Tage, warte noch, 2, 3 Tage, 4 Tage, dann. Das Ding ist, mein PC ist nicht so gut und ja, deswegen. Ah, ich kann mal im Hintergrund die Sachen ausmachen. Hä? Wo ist er? Achso. Okay. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Ja, aber das Ding ist, du kannst dich auch einfach hier verstecken, ne? Mietz, danke dir für deine 10 Subgrößen, ehrlich. Hast du eine Karabiner oder so dabei, irgendwas? Ja, Karabiner. Nur. Wo sitzt du? Sitzt du neben mir oder hinten? Ah, okay, könnt ihr rausschießen. Ja, ne? Aber ich bin andere Seite, hier. Ja, okay, ich wollte nur sagen, ihr könnt das aufmachen, ne? Indem ihr einfach so anwiesen, also ihr müsst halt... Au, danke gehen. Für der Prime, Bro. Ah, okay, anscheinend hier sind sie keine. Keiner da, Mann. Dann fliegen wir mal ins Dorf. Du bist ein Musiker. Na, alles gut, kannst du alles ausgeben. Nein, lieber nicht, Mann. Okay.
Raphael, Bro, danke dir auch für deine 5 Subs. Was hier in letzter Zeit abgeht, ist viel zu krass. Bist du Supporter von LGBTQ+? Digga, was ist der Unterschied zwischen LGBTQ+ und LGBTQ? Was ist denn, also, ich verstehe dieses Plus nicht. Was ist denn dieses Plus? Aber, ich würde nicht sagen, dass ich, also, ich akzeptiere alle Dings. Also, wenn Leute, also, wenn irgendjemand auf, wenn Männer auf Männer stehen, dann sollen sie auf Männer stehen. Und wenn Frauen auf Frauen stehen, dann sollen sie auf Frauen stehen. Oder auf irgendwas anderes, keine Ahnung. Das Einzige, was ich gottlos finde, ist, wenn sie, also, wenn es irgendwie irgendwann dazu kommt, dass irgendwer auf Tiere steht oder sowas. Weil anhand eines, du kannst, also das würde ich nicht supporten, weil das Tier kann dir nicht sagen, ob der auf dich steht, so weißt du? Also gibt's schon geisteskranke Fälle, aber ja, eigentlich schon. Danke Diggi für die Antwort auf meinem Tweet heute Mittag. Kuss. Oha, Luke, danke dir für deine 5 Euro. Kuss, Digga. Kein Ding. Ich bin immer auf Twitter. Da wurde einer. Du bist so eine Hufe. Hä? RP hat sein Leben verändert. Ich sag euch ehrlich, ich merke gar nichts an meinem Leben, an Veränderung. Bis jetzt, das Einzige, sag ich ehrlich, dadurch, dass mehr Leute gekommen sind, das Einzige, was ich merke, sind, dass irgendwelche größeren Leute mir schreiben. Und, was vom Kuchen abhalten wollen und dass ich sie auf den Server bringe. Halt, dass mir mehr Leute schreiben und dass mehr Leute im Chat sind. Und dass ich logischerweise mehr Geld verdiene, aber so, keine Ahnung. Ich gebe immer noch das aus, was ich vorher auch immer ausgegeben habe. Also ich lege mein ganzes Geld beiseite, ich benutze das gar nicht. Sosa. Ja? Bist du im Funk? Nein, warte gleich. Hat sich geändert von gestern. Attila hat gerade gefragt. Was hat er gefragt? Wann du kommst wegen der Untersuchung, wegen dem Herzen. Achso, so, kannst du mich sonst hinfahren? Ja, wo soll ich denn hinfliegen? Frag mal Attila. Attila, wohin? Ich bin 18. Wohin soll es Soester kommen? Jo, mach mal. Wohin soll ich? Der klärt es kurz. Dann schauen wir nochmal Highway. Okay. Wo noch irgendwelche Pisser sind. Mein PC ist nicht so gut. Die Tage kommt ein neuer. Warum wird so oft Landsmann als Frage gestellt? Ich bin halb Kurde, halb Türke. Yo, yo! Was denn? Yo, wie fliegst du, Mann? Hä? Ganz gechillt, wieso? Luis und doch alles gut? Eure, Ey, yo, ja, aber das sah so aus, als bist du hier. Ach so. Ja, Chat, Cardi hat nicht gedroppt. Digga, ich bin hier keine Auskunft für irgendeinen Server. Chat. Nee, ich bin fertig mit Schule. Okay, easy. Ich verstehe auch nicht. Also okay, ich sag euch ehrlich, die Frage Landsmann check ich nie. Also mir ist es, ich sag euch ehrlich, mir ist es immer egal, was ein Typ für einen Landsmann hat. Also was, also ich verstehe die Frage, also vielleicht, ich verstehe die Frage schon, vielleicht wenn man so dieselbe Sprache sprechen kann und so, aber also es interessiert mich halt nie, weißt du? Ja, ganz genau, Rocky. Michel. Auf YouTube auch mal ein Abo da lassen. Wir haben bald die 20.000, glaube ich. Ghost, danke dir auch für den Telefon. Digga, mir schreiben in letzter Zeit so viele. Landsmann Mensch, ganz genau. Mir schreiben in letzter Zeit so viele. Ob ich bist du heute mit Olaf verabredet? Oder macht ihr das spontan? Spontan, Chat. An denjenigen, der es gefragt hat. Fliegen ins Krankenhaus.
mir schreiben in letzter Zeit Leute, dass ich eine Sprachnotiz machen soll, wo ich deren, wo ich die Grüße in Big Sosa stimme. Dicker, warum? Also was bringt dir das? Was willst du mit der Sprachnotiz anfangen? Micha. Sie. Schaust du gerade GoPro? Wie meinst du? Bei mir. Nee, soll ich schauen? Ja, schau mal ganz kurz. Und sag, wenn du geschaut hast. Ja. Schaust du? Ja, ja. Dann mach mal den Ton an. Ja, ja. Ist Dings eigentlich vorbei? Dirty Talk in. Please, Dirty Talk in Big Sosa Stimme. Mach 10er für solche Audios, das ist jetzt mein Business. Mein Business ist es jetzt. Micha. Alles gut. Mein Business ist es jetzt, einfach 10er zu nehmen und dann links. Ich schaffe es nicht mit Prime zu abonnieren. Eigentlich musst du nur dein Amazon Prime-Konto bei Verbindungen, bei Twitch, bei Einstellungen, Verbindungen dann verbinden. Am Handy musst du das dann über Safari, also über Browser machen. Tala, danke dir für dein Prime und Low, danke dir auch für dein Prime. Refch, danke dir. Oh, da kommen ja die Primes rein. Wow, ihr kriegt's ja doch hin anscheinend, hä? Pitch Black, danke dir auch für dein Prime. Danke dir, Mann, danke. Ja, nochmal. Oh Jungs, wie viele Primes? Hallo, ich komme, mein PC kommt nicht klar, chill mal. Jungs, Hilfe! Huber, danke. Yo, Mann! Yo, was los? Leid. Haben Sie einen Hasbulla gesehen? Wie bitte? Ein Hasbulla. Nee, keine Ahnung. Ja, schade, Mann. Oh, sorry, tut mir leid. Alles gut. Fucking Sleeper, man. Bin Daddy, denkt ihr auch von Prime. An alle Leute, die Primes rausgehauen haben, waren jetzt zu viele, um vorzulesen. Tut mir leid. Yo! Fucking Sleeper, man. Kuchen. Danke dir. Yo, hallo! Hallo, Mann! Wer ist da verfickt nochmal am Telefon, Mann? Rede mit mir, Mann! Jo, du willst Stress? Hallo? Ich hab dich nicht gehört. Ah, Rick! Was geht's los? Ah, wie geht's dir, Rick? Ah, wo bist du? Ey, ich hab mir ein Wasserflugzeug geholt für 420 Grad. Wunderschön. Oha! Wo park ich den aus? Ey, warte, ich frage, ey, wo parkt man ein Wasserflugzeug aus? Ist mit mir. Ja. Wasserflugzeuge? Oder wie heißt das Ding? Wasserflugzeug. Wasserflugzeug, ja. Dodo, das heißt ich Dodo. Ich war am Dock. Dodo. Am Dock. Ich glaube oben bei der Mace Bank, oder? Nein, am Dock. Ja, genau, also das ist oben bei Mace. Nein, oh, beim Dock. Entweder am Dock ja oder... Nee, müsste eigentlich Dock sein. Beim Dock, wo ist Dock? Bei 8239. Ja, das ist Dock, links da. Ja, guck mal, ich glaube, da ist es. Entweder da okay, oder am Flughafen. Wollen wir ein bisschen rumfliegen? Ist es ein. Kann auf jeden Fall. Da können mehr als 4 Personen, glaube ich, dran. Oha! Ey, ich hab den gekauft, aber ich finde den nicht in meiner Garage, ne? Ja, geh einfach hin, Mann. Okay, mach ich. Okay. Ciao. Es leckt mies. Ein paar Tage kommt mein PC. Guten Tag. Guten Tag. Achso, sind Sie der Doktor, oder was? Sind Sie Sosa? Ja, Big Sosa, mein wunderbar. Name. Wunderbar, freut mich. John Weichstein, mein Name. Ich sollte bei Ihnen ein Gutachten machen wegen Ihrem Herzens. Ja, genau. Alles klar, dann kommen Sie mal mit. Ja. Carmen Aldi, danke dir für deine 5 Subgrips, Bro.
Kuss, Digga. Nein, also Rick hat keinen Flugschein. Ich wollte gestern schon mit dem Macintosh reden, aber den habe ich nicht mehr erreicht. Ja, keine Ahnung, Mann. Aber Sie können das übernehmen, oder? Ja, ja, sicherlich, sicherlich. Oh, oh, warten Sie kurz. Ja, ich habe manchmal so Ausfälle, da muss ich ein paar Sekunden warten. Mein Herz tut ein bisschen weh, wissen Sie? Ja, das müssen wir jetzt anschauen, das sieht gar nicht gut aus. Ja, okay. Okan, danke dir auch für deinen 5 Subkus und Lukas für deinen Tier 1. Was geht? Warum nur 9.000 Zuschauer? Ach, was soll ich machen, Digga? Zu irrelevant. Ich weiß, dass es laggt. Ich weiß. Ich kann bloß nichts dagegen machen. In ein paar Tagen kommt ja ein neuer PC. Entspannt euch. Ihr müsst es nur noch eins, also, ein paar Tage aushalten. Ja, mal in die 1 gehen. Aber ich habe da noch so ein Anliegen, Mann. Ja. Aber das sage ich Ihnen gleich, okay? Chat, wie heißt das nochmal, sich hinzulegen? Wie heißt das nochmal? Fuck. Okan, Bro. Danke dir wieder für deine 4 Subs jetzt. Laydown, genau. So, das ist mein Kollege. Der ja. Schreibt hier kurz die Akte. Oh, kann dann wieder finden. Hä, warte. Pass out, stimmt. So. Was ist denn der Name? Oh. John, wie ist denn sein Name? Big Sosa. Big Sosa. Wie? Big Sosa. Das musst du buchstabieren. Oh, mein Rücken. Ja. Wir müssen los, alle gleich zurückkommen. Ich bin gerade im Krankenhaus, die machen das wegen dieser Untersuchung. Okay, wie lange dauert das, weil ich will rüber zur Big Sosa. Willst du ja mitkommen, oder? Ja, genau. Wie lange dauert das, diese ganze Durchsuchung hier? Komm, kann so viel drauf an. Ich denke mal so 10, 15 Minuten zum Beispiel. 10, 15 Minuten. Okay. Okay, danke dir für den 14 Subs. Aber ihr Rücken sieht, Was, was? Wie lange dauert es? 10, 15? 10, 15, ganz genau. Okay, ja, dann warten wir kurz. Okay. Mountain Dew, danke dir für den Jungs, wir warten kurz noch. Mein Rücken, Mann, mein Rücken. Ah, mein Rücken. Junge, leg auf. Ich kann nicht auflegen. Ja. Oh, danke, Mann. Perfekt. Verdammt, Mann, jetzt hast du meinen Rücken noch mehr gebrochen. Das haben wir nur eingerengt. Das kommt wieder gut, glauben Sie mir. Danke, Mann. Warten Sie mal, ich muss mal kurz hier aus dem Funk. Sonst höre ich eh gar nix. Können Sie das normal machen? Nicht Fatih, denke ich, Prime. Noch einmal, bitte. Aber ja, komm, weiter. Ja. Ja, an meinem Arsch. Ein bisschen weiter an meinem Arsch. Verdammt, Mann. Sie haben mich fast anal entjungfert. Also wenn Sie mal einen guten Chiropraktiker benötigen, kommen Sie einfach vorbei. Ja, mach ich. So, ich lese mir gerade die Akte. Also, Sie leiden schon von Geburt an Herz-Rhythmus-Störungen, ne? Ja, ganz genau. Als ich damals rausgekommen bin, Mann, das Erste, was Sie gesagt haben, war... Kuss kleiner als 3. Du hast ein bisschen Herzprobleme und das wird dich dein ganzes Leben lang verfolgen. Mhm. Ich nett, danke für deinen 10. Fuga, danke für den Prime. Und Lukas, danke auch. Gut, was haben wir hier noch? Und dann ist es aber noch schlimmer geworden damals, als mein Vater einfach mir ein Fahrrad gegeben hat und dann gesagt hat, fahr damit rum. Dann bin ich mit dem Herz auf den Boden gefallen, wissen Sie, und dann gab's da so Durchblutung und so, wissen Sie. Und dann mit so Elektroschlägen und so, wie ich bei der Polizei gefoltert wurde, dann wurde es noch schlimmer, Mann. Sie wurden gefoltert bei der Polizei. Ja, genau. Also was ist denn da genau passiert? Die haben mir, ich glaube, bis 10 Mal oder so mit einem Taser
gegen meinen Körper elektroschockt. Okay. Wenn sie sich mal auf dem Rücken legen, geht das? Ja. Oh, crazy Pommes. Die geht's gut. John? Ja? Wo hat er die Luxation? Was meinst du? Ausrenkung. Das haben wir schon gemacht. Das musst du nicht aufschreiben. Ich mach's trotzdem. Alles gut, Mann. Das war so nur ein einmaliges Ding. Ja, ihr behandelt bitte, weil ich jetzt auch mit können Sie auf dem. Ja, perfekt. Wunderbar. Ich liege. Also, Sie liegen gerade ein bisschen schräg drauf. Ne? Ja, warten Sie mal. Nee, aber mein Kollegen. Ja, alles klar. So. Also geht das auch. So. Stream Drake, ja. Gut. Ja. Auf Twitter, denn, oder Kollege, holst du mal das EKG? Kann ein Mod auf meinen Twitter gucken und den Link mal von Rick reinschicken? Ja, Mensch. Aber er hat keine Streaming-Lizenz, glaube ich. Dann können Sie sich oben mal frei machen. Ja, mache ich. Ich lese dich kurz das EKG an. Ghost, danke, dass du crazy in Sub gibt es. Ja, alles klar. Grüß, Digga. So. Und dann war ich schließlich gleich an, sagen wir dir. Ich muss noch eine Sache sagen, aber ja, es wäre nett, wenn ich nur mit dem Dog kurz alleine reden könnte. Leider. Und wenn auch, nee. Ist doch. Raus? Ja, kann ich machen. Ganz kurz. Das ist, ganz kurz, ich lasse noch kurz das EKG-Gerät hier. Ganz kurz nur. Ja, einen Moment. Bro. Donald, danke dir für deine 5 Subgifts. Erzählen Sie, schießen Sie los. Ich habe Unterleibschmerzen und zwar, warum ich gesagt habe, dass der Typ da rausgehen soll. Gestern Abend hatte ich mit seiner Schwester, habe ich sie in der Bar getroffen, wissen Sie? Das ist seine Schwester. Ja, genau, ich habe seine Schwester in der Bar getroffen und wenn sie 1:1 zusammenzählen könnten, dann sind wir halt zu mir nach Hause gegangen. Ich habe ihr was Schönes gekocht. Dann haben wir Strip FIFA gespielt und ich habe 15:0 gewonnen. Strip FIFA? Ganz was genau. Zur Hölle ist denn bitte Strip FIFA? Pro Tor ein Kleidungsteil ausziehen. Ach du Scheiße. Ja, dann kam es ein bisschen weiter und dann, ja, wissen Sie, und ich wusste nicht, dass sie eine Zahnspange hat, Mann. Ja. Verdammt, Mann, yo, schauen Sie bitte nach, Mann. Ich habe schon den ganzen Tag Schmerzen, Mann. Ja, machen Sie sich mal frei, dann gucken wir das an. Bleiben natürlich unter uns, weil ich habe ja Arztgeheimnis. Ja. Dann probieren Sie mal mit dem M-Muskel. Ja, mache ich. Was haben Sie denn für ein Team gehabt, das 15:0 gewonnen haben? HSV. Was? Gegen wen? Achso, nein, sie hatte HSV, ich hatte Paris. Achso, gerade sagen wollen, also wenn HSV so stark ist, weiß er nicht. Wunderbar. So, ja, dann gucke ich mir das unten mal danke an. Danke für deine 2 Subkiss und Way, danke dir auch. Schauen Sie mal nach, Mann. Aber das sieht gar nicht gut aus. Oh. Aber hatten Sie wenigstens ein schönes Happy End? Was? Hatten Sie wenigstens ein schönes Happy End? Ja, oder Mann, Happy End, mal nach der Aktion haben Sie direkt rausgeschmissen. Eieieiei. Ich müsste fast den Keywalk mal anholen. War mein. Ah, scheiß iPhone hier. Ich glaube, ich kaufe mir wieder Android. Nein, Mann, kaufen Sie das nicht. Apple ist besser, Mann. Kann ich den jetzt anrufen hier, bitte? Jetzt.
Ich finde, also ich sage ehrlich, ich finde Apple besser als Android. Ich hatte beides. Ja, moin, hier ist der John. Du, ich bräuchte dich mal im Behandlungszimmer 1. Du bist doch so plastische Chirurgie und so, ne? Ich habe hier einen Patienten, der hatte gestern ein Vergnügen mit einer Dame. Und die hatte eine Zahnspange und der hatte ziemliche Unterleibsschmerzen nach Untersuchung. Oha! Sieht's nicht rosig aus, sag ich Tier mal. Tier 3, so. Bro. Ein Tier 3 gesubbt, bester Mann, ich küsse dein Herz. Ja, das ist, Kuss sogar. Sag jetzt mal, seine Genitalien sind ziemlich, verfetzt geworden. Dirty und Mut, kann ich jetzt so nicht erkennen von den Verletzungen her. Herr Sosa, sind Sie beschnitten? Was? Sind Sie beschnitten? Wo meinen Sie? Ja, in Ihren Genitalien. Achso, ich dachte meine Zehennägel. Ja, ich bin beschnitten. Ja, er ist beschnitten.